Ich habe den Club der Denker einberufen, weil ich eingeladen wurde. Zur Vermählung der blonden Ärztin. Keiner von euch braucht sich zu grämen, weil er nicht eingeladen wurde. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht mag. Es bedeutet nur, dass ihr nicht zu ihren 385 Lieblingsfreunden zählt. Ich habe sowieso keine Zeit für so. Wo muss man Abstriche machen? Also, was ich von euch haben will, sind Ideen für Geschenke. Schießt los. Checkt die Hochzeitsliste und kauft ihr schöne Bettwäsche. Oder ich check die Langweilerliste und schenk ihr langweilig langweilig. Was will er damit sagen? Ja. Oh, wissen Sie, was ich meiner Mom geschenkt habe, was ihr richtig gut gefallen hat? So ein komisches Verhütungsdings da, dass sie einem... Ihr direkt unter die Haut implantieren. Okay, das ist hochgradig pervers, aber wenigstens was Ausgefallenes. Oh yeah. Was ist hier los, Jungs? Ich wurde gar nicht angepiept auf meinem speziellen Club der Denker-Pager. Das ist jetzt blöd. Du, Duck, ich will eigentlich nur einen Dreimann-Club der Denker haben und momentan probiere ich Lloyd aus. Gib mir den Pager wieder. Danke, Kleiner. Kannst aber zum Picknick kommen. Hier, Lloyd, dein Pager. Deine Idee? Da ist so eine Wahnsinnsvilla auf meiner Tour mit allen möglichen Wertsachen, ohne Alarmsystem. Die rauben wir aus. Wieder her mit dem Teil. Das behalte ich noch ein Weilchen. Okay, ich weiß was, das können wir ihr nicht für immer schenken. Aber ich kann garantieren, dass es ihr gefallen wird, sobald sie es in der Hand hält. Nein, 2 Minuten für deinen Sexwitz. Ab auf die Strafbank. Wie wär's mit einer schönen Tour durch das romantische Südkalifornien? Tag, jetzt wird's aber so richtig peinlich. Ich verstehe nicht, was habe ich getan? Du bist abgemeldet. Verzieh dich. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich möchte der blonden Ärztin nicht irgendwas schenken. Verstanden? Ich will, dass ihr Eheleben voller Freuden ist. Ich will ihr Glück bescheren. Aber das liegt doch nicht in unserer Macht. Sondern in seiner. Wir haben nicht in der Hand, was für ein Ehemann aus ihm wird. Lloyd, gib die Brille her. Sagen Sie das genau so noch einmal. Wir haben nicht in der Hand, was für ein Ehemann aus ihm wird. Oder etwa doch. Okay, gut aussehender Typ. Sie heiraten bald die blonde Ärztin. Mein Geschenk für Sie ist, Ihnen beizubringen, wie man ein guter Ehemann ist. Na, ich glaube doch, das werde ich sein. Wirklich? Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn sie eines Morgens aufwacht und keine Vokale mehr sprechen kann? Das ist doch lächerlich. Das wollen Sie sagen, wenn sie mit ihren großen blauen Augen ansieht und jammert. Gib mir dein Becher. Hören Sie, wenn ich eins gelernt habe von meinen Eltern, dann das. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist, seine Emotionen immerzu für sich zu behalten. Bis sie schließlich explodieren und man sich handgreiflich Luft machen muss. Sie meinen dem... anderen wehtun? Ich meine sich selbst wehtun. Meine Mutter hat sich selbst den Zeigefinger gebrochen, weil mein Vater zu spät zum Gottesdienst kam. Sie schottet den Wagen, er springt aus dem Fenster. Jungs, noch was? Was auch immer Sie tun, kriegen Sie bloß niemals eine Glatze. Lloyd, was ist mit dir? Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wer Elliot ist. Ach, kommt schon, der Kerl ist doch scheiße! Ah, ich gehe nicht durchs Feuer, um meine Liebe zu Elliot zu beweisen. Das finde ich etwas verdächtig. Gut, dann können wir jetzt wohl zu einem kleinen Rollenspiel übergehen. Folgendes Szenario. Sie kommen zu spät von der Arbeit nach Hause. Die blonde Ärztin hat für Sie gekocht und ist sauer, weil Sie nicht angerufen haben. Begleitet werden Sie zu einem Überfluss von Lance, Ihrem schwulen Lieblings-Frisbee-Partner, gespielt von Todd. Da ziehe ich besser meine Hose aus. Hey, warte auf dein Stichwort. Und Ted, Sie spielen die blonde Ärztin. Rein in die Figur. Okay, ich verliebe mich in Sie. Lange blonde Haare. Ich rede furchtbar schnell. Biberkacke. Okay, ich bin soweit. Gut. Okay, fertig und Action. Todd, hast du ein Stichwort gehört? Jetzt reicht's. Leute, die Einzige, der ich meine Liebe beweisen muss, ist Elliot. Und ich habe vor, das jeden Tag bis ans Ende meines Lebens zu tun. Das wäre alles. Sollen wir ihn uns schnappen? Nein, ihr habt ihn doch gehört. Er wird ein klasse Ehemann. Und wieso? Wir haben ihn dazu gemacht. Super Leistung, Club der Denker. Hand drauf. Du nicht, Leute. Du bist raus. Dachte ich mir schon. 1, 2, 3. Club der Denker! Und da sind wir auch im Club der Denker. Leute, mit diesem kleinen, schönen... Intro, das wir hier hatten. Ich dachte, ich mache heute mal was anderes. Und mal schauen, ob ich eine Urheberrechtsverletzung deswegen kriege. Naja, mal gucken, aber das war es mir wert. Einmal zu zeigen, was so geht.
wofür der Club der Denker steht, natürlich, um meine Probleme zu lösen, Leute. Ihr seid mein Club der Denker und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dazu, um mir zu helfen, meine Probleme zu lösen. Einfach mal, um ein bisschen Talk zu machen, sorry. Einfach mal, um ein bisschen zu schauen. Ja, Probleme lösen, unter anderem, wenn ich wieder ein Pen and Paper schreibe, privat keine Zeit hatte, dann kann ich mir die Zeit nehmen. Wie sieht's aus mit der Musik? Zu laut, zu leise? Ich glaube, die ist, machen wir ein bisschen runter, ne? Stellen wir erstmal ein bisschen ein hier alles. Bisschen doppeldeutig alles hören. Ja, wir gucken mal ein bisschen. Ich habe mir heute mal überlegt, erstmal mal wieder so einen Wochenrückblick zu machen, was geht so ab. Und beim letzten Mal war ja so ein bisschen das Thema, dass wir schauen. Gott, Wortfindungsstörung, Leute, die habe ich zurzeit. Also beim letzten Mal war auf jeden Fall das Thema, dass wir uns so ein bisschen nur die guten Nachrichten rausgepickt haben und so Nachrichten, über die wir uns freuen. Da ist mir aber aufgefallen, dass das gar nicht so leicht ist, sich nur die guten Nachrichten rauszusehen. Deswegen schaue ich mir heute mal gerne ein bisschen die negativen Nachrichten an, wo man ein bisschen sich aufregen kann. Und ich sehe schon, dass wir gute Nachrichten sehen. Dazu gehen wir wieder auf tagesschau.de. Immerhin zahlen wir alle dafür Geld, ne? Unsere Beiträge. Deswegen darf ich das auch nutzen. Dürfen wir das nutzen. Völlig frei, ohne irgendwelche Gewissensbisse. Zack, da sind wir. Tagesschau.de. Einfach mal, um Wochenrückblick zu sehen. Ein paar Stichpunkte. Vielleicht ein bisschen mehr Infos. Da gehen wir drauf. Wir fangen mal unten beim Montag an. Und arbeiten uns dann nach heute durch. Jetzt haben wir hier natürlich Darstellung alle. Was haben wir hier an Themen? Nehmen wir nur Inland. Alle Ressorts nehmen wir mal. Ne? Wollen wir mal sehen, was wir da so für Aufreger finden. Was haben wir denn hier? CSU geht ergebnisoffenen Sondierungsgespräche. Genau, war ja der das Wahlding in Berlin. In unserer Hauptstadt, ne? Wo die CSU wieder ordentlich Stimmen geholt hat. Ne, vorläufiges Ergebnis, hier haben wir es auch. Hier haben wir die Grafik. Ich hatte es auch in die Gruppe geschrieben, dass ich mich so gewundert hatte, dass wir auf einer Grafik hier etwa die Vorzählung gesehen haben oder auf einer anderen hatte die FDP 5. Naja, so hat sie nur 4, zieht nicht ein. Und das wird auch spannend, denke ich, ne? Die FDP, man sagt jetzt, die die FDP hat das. Ja, die wird sich jetzt noch querer stellen und ihre Ziele versuchen durchzusetzen im Bund, um sich wieder zu profilieren und so. Und da möchte ich mal eine kurze Nachricht an die Leute von der FDP schicken hier. Ne? Ich weiß, mich hört sowieso keiner hier, aber einmal kurz. Liebe FDP, ich glaube, dass ihr nicht wegen dem, nicht, nochmal, so, jetzt bitte, falls jemand klippt, bitte jetzt klippen. Liebe FDP, ich glaube, ihr wurdet vom Wähler nicht abgestraft, weil ihr euch nicht genug in der Bundesregierung profiliert, sondern weil ihr euch zu viel mit euren Themen in der Bundesregierung projiziert, in den Vordergrund drängelt. Mein Rat an euch, der natürlich nicht in der Politik ist, nicht mehr, aber mein Rat als einfacher Bürger, der die Nachrichtenlage verfolgt, so wie sie dargestellt wird, ist, dass ihr vielleicht mal eure Themen ein bisschen in den Hintergrund stellt. Themen von Wirtschaftslobbyisten und anderen Großunternehmen, ne, und euch vielleicht mal ein bisschen mehr darauf einlasst, was eure Koalitionspartner so möchten. Vielleicht gewinnt ihr dann nochmal in der nächsten Wahl wieder mehr. Dankeschön. Das kurz zum Thema FDP, das wollte ich kurz da lassen. Ach Leute, ihr merkt, bin heute auch gar nicht so gut drauf. Ja, das war die Wahl. Genau, hier sind die ganzen Leute, eine heftige Klatsche für die SPD. Ja, ja, ja. Ne? Immer ganz spannend, was in unserer Hauptstadt so losgeht. War auf jeden Fall wichtig.
Oh, Westjordanland, Israel genehmigt 9 Siedlungen. Oha, das ist dieses umstrittene Siedlungsding. Benjamin Netanyahu ist der Premierminister von Israel, ist ja nett. Okay, das sind was anderes, aber ja, nach Anschlag in Jerusalem, weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Terror. Tja, das sind Themen, das ist wirklich, da könnte man ein ganzes eigenes Video zu machen, ne, zu diesem Thema Westjordanland, aber es ist wohl oft diese Siedlungspolitik, ne. Genau, seit Juni 1967 besetzt im Westjordanland leben 2,8 Palästinenser und 475.000 Israelis in Siedlungen, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft werden. Neben offiziellen Siedlungen gibt es auch sogenannte wilde Siedlungen, die ohne Genehmigung der israelischen Regierung errichtet wurden. 9 solcher Siedlungen will die Regierung nun nachträglich legalisieren. Die 9 Siedlungen bestehen seit vielen Jahren. Einige von ihnen seit Jahrzehnten, erklärt die Regierung zur Begründung. Weitere Baugenehmigungen sollen folgen. Ja, das ist krass. Das ist auch gar kein Aufregungsthema für mich, sondern wirklich ein trauriges Thema, definitiv. Weil einerseits werden da Menschen verdrängt oder denen das Wasser auch weggenommen und so, Palästinensern. Ne? Ich glaube, das Problem ist, dass Palästina quasi als so eine Art eigenes Land da steht, wenn ich das jetzt einmal kurz in einem Satz zusammenfassen kann, und die Israelis das aber irgendwie für sich auch in Anspruch nehmen gleichzeitig. Ne? Visa innerhalb von 5 Tagen möglich, wo bin ich denn jetzt? Achso, Aufnahme von Erdbebenopfern. Da wird das Visa, also der Türkei war ja dieses wahnsinnig schreckliche Erdbeben, wo wirklich Millionen von Menschen von betroffen sind, ne? Und jetzt können Leute schneller wohl nach Deutschland einreisen. Auch eine schöne Nachricht, muss ich wirklich sagen. Puh, das wird ja wirklich schwierig hier heute. Ermittlung zu Russlands Kriegsverbrechen. Wer macht denn sowas? Okay, so kommen wir nicht weiter. Nächste Woche ist auch der Jahrestag, ne, zum Krieg in der Ukraine. 11 Kilometer Podcast, die 80 Millionen Gesichter der Inflation, Audiothek. Wo ist das Geschäft der Modeindustrie? Okay. Münster, Prozessbeginn nach tödlicher Attacke bei CSD. China wirft USA Entsendung von Balloons vor. Was? Da war ja auch was, ne? Die USA haben einen Ballon abgeschossen, wo wahnsinnig viele Themen waren, und jetzt wirft China denen das vor. Im Streit über die Ballonabschüsse über Nordamerika hat China schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Das Spionageimperium setzt Ballons, Flugzeuge und Schiffe gegen sein Land ein, sagt Außenminister Wang. China hat die USA beschuldigt, im vergangenen Jahr mehr als 10-mal Ballons in größerer Höhe über China fliegen zu lassen zu haben. Dies sei ohne Erlaubnis der Volksrepublik geschehen, erklärte Außenamtssprecher Wang Bin in Peking. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen und Konfrontation zu suchen. Okay, sagen die Chinesen, die gerade eine riesige Militäroperation bei Taiwan gemacht haben, um Taiwan rum gemacht haben. Auch spannend, aber das Politik. Ukrainische Verletzte, der lange Weg zur Heilung. Kurz nochmal reingucken. Die Behandlungen sind schwierig. So. Ach Leute, wie gesagt, am 24. ist Jahrestag zum Krieg in der Ukraine. Viele rechnen ja damit, dass Russland da nochmal richtig loslegt mit... Russland da nochmal richtig loslegt mit Raketenangriffen. Stiftung des Ex-Verfassungschefs Maaßen Atlantis. Ich weiß nicht. Debatte um Wagenknecht Schwarzer Petition, ja. Will ich mir das angucken jetzt gerade? Ich weiß nicht. Ich will
vielleicht zu der Debatte von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer ja nur sagen, ja, Russland kann diesen Krieg jederzeit beenden und sein Gesicht wiederbekommen. Dazu muss Russland nur seine Truppen aus der Ukraine abziehen. Also, dann ist dieser Krieg zu Ende. Ne? Russland sagt auch, der Vietnamkrieg war ja auch zu Ende, als die Amerikaner aus Vietnam abgezogen sind. Oder noch nicht? Okay, müsste man mal gucken, aber naja, okay, könnte man jetzt sagen, danach gingen vielleicht dann auch richtige Verbrechen und so los, ne? Afghanistan-Krieg war zu Ende, als wir abgezogen sind. Könnte man natürlich auch sagen, jetzt geht's da auch richtig ab. Könnten die Russen jetzt auch so sagen, natürlich, ne? Dann werden die Russen da ja getötet, wozu es überhaupt keine Beweise gibt in der Ukraine. Das muss man ja auch mal echt einfach so sagen, ne? Es gibt keine Beweise, dass die Ukrainer da Massentötung an russischer Bevölkerung machen. Aber es gibt Beweise, dass die Russen dort Pässe austeilen, dort die Bevölkerung austauschen. Es ist alles so krass, ey. Ich finde, dieser Krieg zeigt einfach nur, was Schlechte im Menschen ist. Und ja, wir sollen jetzt aufhören, wir sollen Druck auf die Ukraine ausüben, ne? Aber Manifest für den Frieden, ja. Ja, also Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben eine Petition gestartet, die sich für Friedensverhandlungen ausspricht. Dabei ist Russland daran überhaupt nicht interessiert, sagen Experten. Ich bin kein Experte, aber ich denke das auch. Ich glaube nicht, dass Russland an Friedensgesprächen interessiert ist. Russland ist daran interessiert, hier jetzt noch was zu reißen. Und es ist schon so viel Schlimmes passiert, ne? Ich weiß nicht. Ich finde es nicht gut, was die beiden machen, aber ein freies Land und jeder darf machen, was er da will. Ich weiß auch nicht, Leute. Ach Gott. Bin nicht in der Verfassung. Komm, eine gute suchen wir. Schleppende Hilfe nach Erdbeben mit Türkei. Gegner macht Tempo für Regierungsbildung. Maaßens Parteiausschluss ist jede Anstrengung wert. Oh, Kommentarkurs halten reicht aber nicht. Gucken wir mal am Dienstag. Ich brauche jetzt. Zum Valentinstag eine Kakerlake. Nice. Erdbeben in der Türkei, ja, Notlage. Immobilien weisen erwarten weiteren Rückschlag bei Neubauten. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Explodierende Mieten, stockenden Neubau. Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Wohnungen gebaut, als die Bundesregierung geplant hatte. Ich weiß nicht, ob das hier steht, aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, das ist die CDU, die in vielen Bankenausschüssen mit drin sitzen. Die CDUler, die auf Landesebene, gucken wir hier gerade, auf Landesebene ganz viel verhindern, ne? Nee, das steht hier nicht. Also die KfW-Bank ist ja die Bank, die gerade bei erneuerbaren Energien und sowas da Kredite vergibt, ne? Das ist eine Staatsbank, glaube ich. Ja, da sitzen eben noch viele alte CDUler, weil die auf Länderebene eben noch da drin sitzen und die haben viel gebremst da auch, ne? Zukunftszentrum Deutsche Einheit soll nach Halle. Hat es auch viel bei schief gegangen. Ach nee, das gucke ich mir jetzt auch nicht an. Ich finde nichts. Verdi will am Flughäfen bestreiken. Ja, das ist zum Beispiel auch was ich persönlich hier mitbekommen habe. Im Dortmunder Flughafen. Wo ganz viel aufgerufen wurde. Ne? Verdi will Flughäfen bestreiken. Ja. Telekom meldet Telefon-Internet-Ausfall in Frankfurt am Main. Wir haben es festgestellt am Dienstag. Da war unser Arabian Nights und da hatten wir echt Probleme am Anfang. Okay, Verdi streikt, ne? Passagierflüge am München. Boah, das war ja wirklich groß. Champions League,
ihr da Bock drauf? Schreibt es mir, wenn ich mir Sportsachen mir anschauen soll. Sachsen-Anhalt, Gewaltverherrlichung, Ermittlung gegen Reichsbürger, was nach der Razzia kommt. Gucken wir uns hier nochmal an, ne? Wir wissen alle noch, die Reichsbürgertum mit ihrem eigenen Königshaus wollen da die Regierung stürzen, erkennen die Regierung nicht an und da gab es wohl richtige Umsturzpläne. 2 Monate nach den Razzien gegen ein mutmaßliches Reichsbürgernetzwerk dauern die Ermittlungen an. Ein Ex-Bundeswehroberst soll aus Italien nach Deutschland überstellt werden und das BKA interessiert sich für ein Schließfach in der Schweiz. Boah, das ist natürlich ein reißerischer Artikel hier, muss ich mal wirklich sagen. Da hat man echt Bock mehr zu lesen. Aber ja, wir wissen, es geht hier weiter. Wir schauen mal weiter, was es noch so alles gibt hier schön. Kritik an Online-Antragsverfahren für Energiepauschale. Ist das mit der KfW-Bank jetzt, was ich eben gesagt habe? Das nach monatelang Verzögerung nun angekündigte Verfahren beantragte Energiepreispauschale für Studierende stößt auf Kritik. Okay. 3,5 Millionen Antragsberechtigte sollen die digitale Plattform nutzen. Studierende und Fachschüler sollen ab dem 15. März die lang erwarteten 200 € Energiepauschale beantragen können. Sachsen-Anhalt hat die digitale Plattform erarbeitet, die von bundesweit rund 3,5 Millionen Antragsberechtigten genutzt werden soll. Das sind ja eine ganze Menge, ne? Bundesregierungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, hat erklärt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ich wünsche mir, dass die Länder jetzt auch die Verantwortung übernehmen und die Hausaufgaben zügig umsetzen. Hausaufgaben, schreckt mich direkt ab, mich persönlich. Moment. Ah. Ja, das dauert alles wieder ewig und also meine Schwester ist jetzt gerade in Südkorea, die ist so eine kleine Asia-Freundin, also die findet das richtig cool da alles und die sagt, dass man da halt, ja, dank Corona können wir jetzt fast überall bargeldlos zahlen und in Japan und so gibt es halt Kaufhäuser seit Corona, wo es die Artikel, wo die Artikel gar nicht mehr ausgestellt sind, sondern du tippst die ein und kriegst die Artikel dann an der Kasse. Das heißt, du musst da gar nichts mehr antatschen. Das ist schon krass, wenn man sich das mal so überlegt, ne? So, wir schauen mal weiter. Donnerstag, 16. Februar. Mutmaßlicher Spionage, Biden verteidigt Ballonabschuss. Ja, dieser Ballon, der hat wirklich die Woche echt. Ukraine, Flüchtling, Mehrheit fühlt sich willkommen. Deutliche Mehrheit fühlt sich willkommen. Eine Studie bietet erstmals für deutsche repräsentative Daten. Okay, das ist doch eigentlich auch mal eine schöne Nachricht, ne? Japan und USA, Großmanöver am Ostchinesischen Meer. Guck mal, da geht ein Gegenmanöver los. Hier haben die also ein Manöver gestartet. Lassen wir mal so stehen, ne? Gut, dass die Leute da nicht weiter eskalieren. Naja, aber in der Regel muss man ja auch sagen, solche Manöver sind in der Regel auch abgesprochen mit allen beteiligten Ländern, die daran sind, ne? Das ist bekannt, ist ja auch mit Russland und Deutschland in der Regel so. Auch dieses vorgeschobene Manöver, was die Russen genutzt haben, um aufzumarschieren, um dann in die Ukraine einzumarschieren, war trotzdem vorher, meine ich, abgesprochen, dass dann Manöver, also gesagt worden, dass dann Manöver stattfinden soll, ne? Donnerstag sind wir übrigens schon. Lufthansa streicht tausende Flüge im Sommer. Genau, das hatten wir gerade. Ukrainische Flüchtlinge, Mehrheit fühlt sich willkommen, ne? Genau. Hier sieht man es. Registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Ist auf jeden Fall. Gerade hier bis Mai ist das auf jeden Fall extrem gestiegen. Bis August nochmal ein bisschen. Aber steigt immer weiter, ne? Die Eskalation geht ja auch immer höher in der Ukraine, ne? Faser im Tagesinterview, ein sehr gutes Ergebnis, ja, schön. Mehrheit gegen Kampfjet-Lieferung, das ist auch so eine Sache mit den Kampfjets, ne? Natürlich dürfen die Ukrainer das fordern, was ist denn euer Problem alle? Meine Güte, die Ukraine, man wird ja wohl noch fragen dürfen.
oder sagen, wir brauchen das, um uns zu wehren. Die andere Frage ist, sind wir in der Lage dazu, das zu machen, ne? Ich denke, bei Panzer sind da was anderes. Kann Deutschland eher mehr liefern als Jets, ne? Wenn man überlegt, dass wir, glaube ich, von unseren, ich weiß nicht, wie viele Kampfhubschrauber wir haben, war auf jeden Fall auch mal irgendwann in den Nachrichten. Wenn davon nur ein Drittel oder noch weniger fliegen, an 7 Flughäfen, Verdi liegt mit Warnstreik Luftverkehr lahm. Ja, man hört natürlich wieder ganz viele Politiker, die sagen, das ist ganz furchtbar. Oder hier ist eben Ausmaß Frankfurt am Main. Hier sind natürlich. Ja, es ist halt so, ne? Es wird halt mehr, alles wird teurer, Leute. Auch warum soll es nicht für die Arbeitgeber teurer werden, wenn es für die Arbeitnehmer alles teurer wird? Eat the rich, Leute, ey. Ehrlich. Erdgaspreis fällt unter 50 Euro. Aha. Aha. Was ist denn da los? Der Preis für Erdgas ist auf dem europäischen Markt auf den tiefsten Stand seit rund 1,5 Jahren gefallen. Zeitweise musste für eine Megawattstunde weniger als 50 Euro gezahlt werden. Das ist doch subi. Das ist doch subi. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Ne? Da hat unser Wirtschaftsminister ja doch irgendwo recht gehabt. Ne? Dass wenn wir es jetzt schaffen, alles von allen Leuten wegzukaufen auf der Welt und unseren Preis zu drosseln, dass der globale Erdgaspreis wieder runtersinkt. Liveblock. Zelensky erbittet erneut um Kampfjets. Ja. Hätten wir eher die Panzer geliefert, wäre die Ukraine jetzt vielleicht schon viel weiter, ne? Muss man auch dazu sagen. Dann würden sie jetzt vielleicht nicht nach Kampfjets bitten. Dieses Zögerliche. Umgang mit Russland. Friede in weiter Ferne. Immer wieder werden Verhandlungen mit Russland gefordert. Doch auf der Münchner Sicherheitskonferenz stellen Spitzenpolitiker klar, Gespräche mit Russland sind derzeit unrealistisch. Wie also könnte der Weg an den Verhandlungstisch aussehen? Auch wenn zur Sicherheitskonferenz aus naheliegenden Gründen kein einziger Vertreter Russlands geladen ist, ein deutliches Signal an die Adresse des Kreml soll von München aus sehr wohl ausgehen. Putin solle bloß nicht glauben, dass der Westen eine Niederlage der Ukraine zulassen würde. Ja, ich weiß nicht. Kai Küstner. Kai Küstner ist doch sogar auch in dem Podcast, den ich höre, weiß ich nicht. Also ich habe noch was anderes gehört. Erstmal war Russland letztes Jahr, als sie den Krieg schon begonnen haben, zur Weltsicherheitskonferenz eingeladen. So. Und da sind sie aber nicht gekommen. So. Und danach ging das, meine ich, erst los. Ich weiß nicht, ob das hier steht. Weil man will ja eher mit China reden, Ring um den Einfluss im globalen Süden. Soll die Botschaft senden, dass man so isoliert gar nicht ist. Deutschland und der Westen stehen vor einer dreifachen Herausforderung, die Ukraine wirksam zu unterstützen, keine Haare im westlichen Bündnis sichtbar werden zu lassen und weiter. Ja, ja, okay. Das kann man ja mal eben schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie heißt das? Weltsicherheitskonferenz. Will ich gerade nicht sehen. Den Präsidenten der Russischen Föderation. Münchner Sicherheitskonferenz. Schreiben wir mal ein. Münchner Sicherheitskonferenz 2022. So. Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Ich schaue mal hier gerade nur kurz, ob. Ich schaue mal nur gerade, weil wir können ja, ich kann es euch gerne hier auch mal zeigen kurz. Ähm.
Turnier im Fokus steht der intensive Austausch. Wann war denn die Sicherheitskonferenz am... aktuelle Berichte, Rückblick, nicht nur Sicherheitskonferenz 2020, ja, dankeschön. Mediathek. Bin ich gerade hier wenig. Blick auf die 58. Sicherheitskonferenz. Da haben wir es doch. Im Zeichen der Russlandkrise. 20.02. Unter dem Motto Turning the Held. Russlandkrise zu verschärfen. Turning the Tide. Unlearning Helpless fand Münchner Sicherheitskonferenz unter strengen Hygienevorschriften statt. Verteidigungsminister Lambrecht, Kanzler Scholz unterstreicht die Beitrag der Bundeswehr um optimale Ausrüstung. Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Die erste Es war tatsächlich noch vor dem Einmarsch, ne? 20.02. oder wann war die? Also ist der Beitrag vom 20.02. okay. Bundeskanzler Scholz richtet seine Erstrede als Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Starke Bündnissolidarität. Deutschland steht... Ach, Leute. Macht mir noch was. So, hier bin ich jetzt gerade. Ich habe jetzt hier gerade geguckt. 20.02.2022. Bundeswehr in Mali. Das ist ja... Interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich suche was anderes. Das ist Russland-Krise, wird das hier noch genannt. Das macht also Sinn, dass die am 20.02. war, ne? Die Sicherheitskonferenz 2022. Rief bei, ne, Debüt die russische Regierung dazu auf, ihre Truppen von der ostukrainischen Grenze abzuziehen. Baerbock sagte, genau, dürfe nicht über die Köpfe der Regierung Kiew hinweg verhandelt werden. Staatspräsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, unterstrich München nachdrücklich, dass sich der Konflikt mit Russland weit über Osteuropa hinaus auswirken könne, genau. Ein gemeinsames Verständnis. Konferenz war ein Ort der Stille. Wechsel an der Münchner Sicherheitskonferenzspitze. Wer war denn da anwesend? Na, Leute, ich schaue noch mal kurz hier nach. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Land ab. Russland-Absage. Ah. Zeit. Was sind denn das hier für Fragen, Leute? Mein Gott. Kann man hier nicht irgendwo die Teilnehmer sehen? Aktuelle Berichte. Rückblick 2020. Bin ich doch 2022 zum Inhalt springen? Das steht hier gerade nicht. Wäre ja ein Eklat, wenn Russland nicht teilgenommen hätte, oder? Nicht vertreten wäre. Ich finde es gerade nicht. Ich habe es auf jeden Fall gehört, aber kann es jetzt gerade nicht nachschauen. Leider. Über Google. Wenn ihr was findet, dann schreibt es mir in den Kommentar oder haut es mir in die Discord-Gruppe beim Club der Denker rein. Ja, kommen wir wieder zu den, kommen wir wieder zu den anderen Sachen. Will aber auch jetzt nichts Falsches erzählen, dann ziehe ich das auf jeden Fall meine Aussage mal gerade zurück. Krieg gegen die Ukraine kommt die chinesische Friedensinitiative. Oh, was soll das denn? China hat einen Vorschlag für Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt in Aussicht gestellt. Wir werden etwas vorlegen, sagt der chinesische Top-Diplomat Wang. Ist nicht der Sprecher eben auch Wang? Außenministerium. Bei der Sicherheitskonferenz Details nannte er jedoch nicht. China hat eine Friedensinitiative
Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt. Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beteiligung der Ukraine-Krise, sagte Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi laut offizieller Übersetzung auf der Sicherheitskonferenz in München. Wir werden fest auf der Seite des Friedens und des Dialoges stehen. Da bin ich mal gespannt. Lass mal kurz angucken, das interessiert mich jetzt gerade echt mega. China hat nun auf großer Bühne eine Initiative für Frieden angekündigt. Wie könnte diese aussehen? Ja, so ein bisschen konkret ist Peking eigentlich nicht geworden, muss man sagen. Was dann vorgelegt werden soll nächste Woche, wir haben immerhin ein Datum, nämlich zum Jahrestag des Beginns des Angriffskrieges in der Ukraine, des russischen Angriffskrieges. Zum Beginn dieses Jahrestags will China nun also ein Positionspapier beisteuern, vorlegen, ein Positionspapier, das sozusagen ein Lösungsansatz bieten soll. Was da genau drinstehen soll, das ist nicht gesagt worden von chinesischer Seite. Es ist nur gesagt worden, das Ganze werde sich an der UN-Charta ausrichten. Das würde also heißen, an der territorialen Unverletzbarkeit eben auch der Ukraine. Das wäre wiederum etwas, was sicherlich für Russland nicht machbar wäre. Aber so genau wissen wir das eben alles noch nicht, weil der oberste chinesische Außenpolitiker Wang, der gestern hier war, da doch sehr im Graubereich oder im Dunkeln geblieben ist, mindestens im Wagen. Das heißt, es wird spekuliert hier in München, wie diese Ja, es wird spekuliert, mehr brauchen wir nicht wissen. Die restlichen 4 Minuten und 31 Sekunden können wir uns schenken. Okay, das wollte ich nur wissen. Dankeschön, lieber Tim Assmann. Vielen Dank, das reicht schon. Alles klar. Okay. So. Interessant auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was China da beizusteuern hat. Mehrere Demonstranten in München, Sicherheitskonferenz, okay. Das war gestern alles. Oh, sorry, Leute. Kam ich jetzt nicht schnell genug hin, mein Mikro abzudrehen. Brauche ich hier so einen Knopf eigentlich? Klack, Knöpfchen aus, Mikro aus. Okay. Hier war noch was. Geflüchtete Ukrainer entlasten deutschen Arbeitsmarkt. Was? Vor knapp einem Jahr begann die russische Invasion in der Ukraine. Also mehr Menschen entlasten? Was? Vor knapp einem Jahr begann die russische Invasion in der Ukraine. Seither fanden viele Geflüchtete Asyl in Deutschland. Und der ausgedünnte deutsche Arbeitsmarkt profitiert davon. Gut ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben aus dem Land Geflüchtete den deutschen Arbeitsmarkt spürbar entlastet. Dies meldet die Bundesagentur für Arbeit. Schon jetzt seien seit Beginn des Krieges rund 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor Beginn der Invasion, sagt Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur Deutsche Presseagentur in Nürnberg. Zudem seien rund 21.000 Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit in Minijobs tätig. Oh, das ist ja toll. Das heißt, die stützen wieder das System der Ausbeutung und der Minijobs. Das ist doch großartig. Und ich muss auch sagen, die Ukrainer freuen sich, wenn sie was zu tun haben. Kann ich auf jeden Fall nur sagen. Eigentlich eine positive Nachricht. Im weitesten Sinne wäre es besser, wenn mehr Geld für alle da wäre. Das wirklich, ne? Egal. Nicaragua, Gesetz der Rache und Willkür. Das Misstrauen gegenüber Russland bleibt. Ja, deswegen will Estland sich zum Beispiel auch nicht an den Panzerlieferungen so wirklich beteiligen. Kann man ja verstehen. Nicaragua, Gesetz der Rache und Willkür. Nicaragua herrscht Machthaber Ortega mit harter Hand. Zuletzt schob das autoritäre Regime 2022 Oppositionelle in die USA. Jetzt geht er auch gegen Regimekritiker im Exil vor. Boah, krass. Weiß ich gar nichts von. Heftig, heftig, heftig. War von Hanau 3 Jahre. Gedenken der von Hanau. Vierter von links, Klaus Kaminski, Vierter von links. 1, 2, 3, 4. Oberbürgermeister Nancy Faeser. Das muss ich halt auch immer sagen, das ist, finde ich, krass. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Sie ist ja gerade Nancy Faeser.
jetzt gerade auch nichts Falsches sagen. Genau. Genau, Innen- und Heimat, das war es nämlich, ne? Innen- und Heimatministerium, das führt sie. Sie ist die Ministerin des Bundes Innen- und Heimat und möchte wohl jetzt in Hessen antreten. Und jetzt ist sie da wieder da auf diesen Bildern in Hessen zu sehen. Weiß ich noch nicht. Fünfte von links, ja. Und Boris Rhein. Schon mal gut, dass hier auch ein CDUler noch mit dabei sitzt und nicht nur SPDler, aber das ist halt, ich weiß nicht, wenn Politiker auf solchen Bildern immer dabei sind, ich sehe das immer zweiseitig. Einerseits das schön, dass sie da Sachen zeigen und andererseits, ja. Ja, schlimme Sache. Schlimme Sache, Leute, ey. Schlimme, schlimme Sache ist das. So, ihr Lieben, wie sieht's aus? Können wir hier was? Können wir hier was machen? Noch bei Roll20 ein bisschen? Weiß gerade gar nicht, mir geht's aber auch eigentlich nicht so gut. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass man heute mal eine kürzere Folge macht. Verroll 2. Können wir ja mal ein bisschen schauen, ne? Natürlich wieder Verbünk. Könnte man ja mal ein bisschen schauen, dass man hier ein bisschen weitermacht. Ich habe jetzt einen weiteren Charakter erstellt, den Robert. Und ja, da müsste man jetzt mal gucken, einen evangelischen Priester. Ah, Leute, aber mir geht's heute auch nicht so gut, ganz ehrlich. Und ich denke mal, ich würde es für heute jetzt auch so langsam mal sein lassen. Klar, gibt immer was zu tun, aber ich denke, ich lege mich jetzt gleich wieder ein bisschen hin. Wir sind alle krank mal wieder. Ihr hört es auch bei mir. Ich bin am Husten. Okay, ihr Lieben. Ich bin natürlich zukünftig auch am Überlegen, dass das Chatting noch immer mal so ein bisschen an meinen größeren Events zu machen. Muss ich mal schauen. Aber so haben wir mal die News so ein bisschen angeguckt. Und ich bleibe vor allem im Rhythmus, den Club der Denker zu machen. Wow, was ist denn hier los? Bei mir ist das gerade so laut. Ihr Lieben. Ja, supportet diesen Kanal gerne, ne, bei Twitch, gerne ein Follow da lassen, bei YouTube gerne ein Abo und kommt auf jeden Fall auch zu mir auf den Discord-Channel, da sehen wir uns dann auch. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Hier geht es weiter und zwar tatsächlich, ich schau mal hier gerade einmal, hier geht es weiter am... wo ist es denn? Hier geht es weiter am... Ja, Donnerstag nächste Woche. Donnerstag nächste Woche oder sogar am Dienstag vielleicht mit Stellaris. Genau, am Dienstag, Entschuldigung. Da haben wir wieder einmal eine normale Regelwoche. Am Dienstag geht es hier weiter. Wahrscheinlich mit Stellaris. Sendeplan setze ich jetzt gleich noch auf. Findet ihr bei mir im Discord-Channel, Leute. Alles in den Infoboxen. Ist überall zu finden bei mir. Planet Matter auf Twitch und einfach Matter auf YouTube. Ich verabschiede mich jetzt für heute in diesen doch sehr bei mir tristen Sonntag. Wolken sind draußen. Es ist niesig grau. Und werde mich jetzt noch ein bisschen entspannen. Und mir einen schönen Sonntag machen. Diesen schönen Sonntag wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.